Herzlich willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Wir sind in der ersten Besprechung. Soll ich irgendwas machen? Ah, ja, tatsächlich. Ich habe mich schon gewundert, wann es weitergeht. Lass das, Alten. Wegen dir haben wir Ärger. Also hör jetzt auf. Ah ja, wegen der Party also, ja. Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Na los, geh zu ihm. Ich warte hier, Schätzchen. Dann wollen wir mal auf. Oder ist es vielleicht doch nicht wegen der Party, sondern jetzt die erste Besprechung mit einem Doktoren quasi, ja? Mit einem Laboranten. Jody, er wartet auf dich. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Hallo, Jody. Komm rein. Ich habe das Game übrigens jetzt noch ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe mal, dass es jetzt von der Lautstärke her passt und man alles gut hört. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Habe ich dann eine andere Wahl? Wahrscheinlich eher nicht. Jody, mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Jody? Ja. Schon. Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Da sage ich jetzt einfach mal nichts zu. Denn ich weiß ja selber noch nicht viel über ihn. Ich kann verstehen, wenn du nicht gerne darüber reden willst. Aber wenn doch, finde ich vielleicht etwas raus. Dieser Freund. Kennst du ihn denn schon seit langem? Wir sind, glaube ich, mit ihm geboren worden, deswegen ja. Seit deiner Geburt? Ja. Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Keine Ahnung. Kannst du ihn für mich malen? Nein. Ich weiß nämlich nicht, wie er aussieht. Bitten, was zu machen. Passiert hier noch etwas, oder? Ach so. Sollte jetzt in den Modus gehen. Du sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Ich sag einem nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Nein. Es waren die Monster. Das war die erste Besprechung. 24% haben auch verweigert, einen zu zeichnen. Die meisten haben ihn tatsächlich sogar scheinbar versucht zu zeichnen, aber ich habe halt absolut keine Ahnung, wie der aussieht. Ob er so ein bisschen aussieht wie der Wallrider aus Outlast, so stelle ich ihn mir zumindest so ein bisschen vor. Und Aidens Kräfte gezeigt haben 81% der Leute. Gut, das wäre jetzt natürlich ein bisschen kurz für einen Part, deswegen machen wir weiter. Und zwar mit Willkommen bei der CIA. Oh Gott, das hört sich nicht gut an.
Ein Zimmer. Hier lernst und schläfst du für die nächsten 3 Jahre. Das Training startet morgen früh um 5. Sei pünktlich. Oh, 5 ist eine sehr frühe Zeit. Das weiß ich aus eigener Hand. Da tut sie mir fast schon ein bisschen leid. Natürlich auch nur wegen der Uhrzeit und nicht wegen dem Training per se. Ach Gott. Ach, hätte ich gedrückt halten müssen? Habe ich überhaupt nicht gecheckt. Gott, diese Quicktime-Events. Ich muss erstmal raffen, was man hier drücken muss. Los, fest zugreifen! Nutz die Bewegung aus und schwing dich so rüber! Zeig doch! Oh, muss man das spammen, ey, es ist der Wahnsinn. Ganz genau so, Holmes. Komm schon! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Ja, mach ich ja. LOL. Wenn Jodie zur linken Seite des Bildschirms tritt, bewegen Sie die Maus nach links. Warten Sie, bis die... Junge. Ja, okay. Zeitlupe und dann die richtige Aktion machen. Okay. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Fangen wir nochmal an. Fuck, jetzt wollte ich nach unten gehen. Hä, habe ich nicht nach unten gedrückt? Ach so, weil sie sich dagegen lehnen sollte, nach links eigentlich. Ich muss warten, bis Zeitlupe kommt. Fangen wir nochmal an. Alter, bin ich denn blöd oder was? Jetzt habe ich schon wieder versucht, nach unten zu gehen. Das gibt's einfach nicht, ey. Das ist zu schwer für mich. Ja, jetzt fangen wir zum dritten Mal schon wieder an. Ist ja gut. Okay, nach links. Ich muss mir merken, ich muss mich nach links gegen sein Ding dagegen lehnen. In Deckung. Ziehen. Schießen. Dann zur nächsten Deckung. Kapiert? Hä? Hab C gedrückt, um hier in Deckung zu gehen und sie rennt darüber, oder was? Na, ich soll doch zur nächsten Deckung rübergehen, oder nicht? Halten Sie gedrückt, bis die nächste Deckung erreichen. Ja, C gedrückt halten. Ach so, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ich muss D auch gedrückt halten. Jetzt hier hin und von hier aus kann ich doch schießen, oder nicht? Du musst jetzt wieder in Deckung gehen!
schläfst, Jody. Bleib jede Sekunde dran. Ich hab doch gedrückt. Oh, bitte nicht nochmal machen, oder? Okay, nee. Aber ich glaube, das Training habe ich ein bisschen verkackt. Hä, mache ich irgendwas? Ich raff diese Quicktime-Events nicht. Was ist denn das nach rechts? Die Maus nach rechts bewegen mache ich. Okay, das verstehe ich zugegebenermaßen gerade überhaupt nicht. Kriegt man ja irgendwann auch nochmal einen Hinweis, was man machen muss. Ich habe keine Ahnung, was das nach rechts ist. Ich bewege meine Maus nach rechts, ich drücke D, ich drücke Pfeiltaste nach rechts, es funktioniert gar nichts. Oh Gott, ich stelle mich an, aber es ist auch wirklich unklar irgendwie. Es ist nicht Spam, es ist gedrückt halten, bis das Ding da voll ist, aber... Was genau ist denn das nach rechts? Ich verstehe es nicht. Hä? Ich verstehe es nicht. Scheiße, ich bin blöd. Aber, hä? Was ist denn jetzt, die Mission hier? Ich raff's nicht. Wir müssen hier was aufschreiben, aber... Was ist denn dieses nach rechts? Was ist denn dieses nach rechts? Hm. Ich glaube, ich muss hier wirklich einen Cut machen, bis ich es rausgefunden habe. Ja, ich werde hier einen Cut setzen. Komm schon, Jody. Denk. Denken. Okay, Rekrut. Okay, jetzt ist es. Ich wollte gerade googeln, wie man da weiterkommt, aber es ist irgendwie nicht, leider nichts passiert. Also hat sich's automatisch beendet, glaube ich. Ich glaube, den Test habe ich nicht bestanden. Aber gut. Jetzt müssen wir die Dinger hier, glaube ich, umhauen. Okay, das ist fast schon wieder ein bisschen zu laut, oder? Das Spiel kann sich aber auch nicht entscheiden, wie die Soundabmischung sein soll. Mal sind die Stimmen total leise. Der Rest laut. Jetzt weiter. Och nö, bitte nicht. Ja, die Ausbildung ist echt. Hä? Ich hab nicht mal verstanden. Okay, nach rechts hätte ich gehen sollen. Ich habe null gecheckt, dass das irgendwie, dass man da nach rechts hätte gehen sollen. Jetzt war es offensichtlicher. Hä, wieso denn nicht nach unten? Hä, ich hab noch... Das ist jetzt aber wirklich beschiss gewesen. Ich habe sie ganz offensichtlich nach unten gemacht. Also beim Kampftraining muss ich aber sagen, bin ich trotzdem noch am besten. Okay, alles klar. Da war nicht mal eine Anzeige, wo... Ja gut, also bei der CIA sein stelle ich mir wirklich nicht geil vor. Jetzt wo ich das mal so sehe. Oh Gott, Kletterwand. Mach schon, Rekrut. Das soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein. Willst du vielleicht lieber an meiner Stelle hier hochklettern? Also die Quicktime-Events sind wesentlich einfacher, weil genau da steht, welche Taste man drücken muss. Oh, Spagat. Ja, das tut bestimmt weh.
Huch, okay. Ja. Ach. Halten Sie zum Heilen beide Kugeln auf die Wunde. Die linke Kugel muss ich mit WASD steuern. Ah, okay. Warte, warte, warte. Ja, hallo, die waren doch ja wohl ganz offensichtlich schon beide da drin. Alter, die gehen auch immer wieder raus da. Ey, das ist... Sag mal, hallo! Ich war doch ganz offen... Ich bin doch jetzt... Was ist denn, wenn ich mit beiden drin bin? Was muss ich denn noch drücken? Ach, ich... Also... Das ist dieses Tutorial, ey. Das ist der Hammer. Also ich weiß nicht, ob ich mich gerade einfach nur blöd anstelle oder ob das Tutorial ein bisschen unklar ist. Ich schätze mal, das ist jetzt wirklich die Vorbereitung auf das richtige Spiel, was wir jetzt hier machen, ja? Um alle Aktionen so ein bisschen kennenzulernen und so ein bisschen mit der Steuerung vertraut zu machen. Aber ey, es ist kackenschwer. Jo, gegen zwei Leute, hast du gesagt. Ich rasiere die ja komplett. Bam, Junge! Hm. Nicht übel. Was meinst du nicht übel? Das war grandios. Das... Ist aber nicht alles an einem Tag passiert, oder? Das wäre der schlimmste Tag ihres Lebens. Ach, und jetzt das wieder. Ach Gott. Okay, wie war das nochmal? Immer die Richtung gedrückt halten und dann dementsprechend C. Ach so. Muss ich den jetzt auch? Ja, ich muss den jetzt wahrscheinlich... Ach so. Die muss ich ablenken. Gar nicht irgendwie mit einer Waffe drauf schießen oder so. Doch, überwältigen. Aber das reicht aus. Müssen sie nicht töten. Gut. Bis da kann ich, glaube ich, noch laufen, ohne entdeckt zu werden von einem Soldaten. Jetzt nicht mehr. Warte mal, kann ich jetzt noch... Kann ich jetzt wieder was machen? Ja, kann ich. Warte. Oh Gott, der kommt schon, der kommt schon. Ja. Jody, sollen die dich erschießen? Ja, ich dachte, ich soll... Hallo, ich soll den... Ich dachte, ich soll den ablenken, Alter. Was willst du denn von mir? Wie soll ich den denn sonst... Och, und da muss man auch jedes Mal wieder ganz von vorne anfangen. Da stand jetzt aber auch nicht, wie genau man das machen soll. Kann ich jetzt auch... Okay. Lol, es gibt sogar unterschiedliche Überwältigungsanimationen. Das ist sogar echt nice gemacht, muss ich sagen. Okay. Könnte ich mir jetzt nicht rein theoretisch auch einfach seine Knarre nehmen? So, jetzt aber schnell. Jetzt aber ganz schnell. Hä, hallo? Was soll denn das? Der war doch eigentlich... Ich hätte überwältigen drücken können eigentlich. Uncool jetzt. Ich muss den halt doch überwältigen, ne? Kann ich da jetzt nicht irgendwie mal rausgehen oder so? Doch, ich kann ihn immer noch überwältigen, geil. Hätte gedacht, meine Schritte hört er, aber dem ist scheinbar nicht so. So. Da muss ich wahrscheinlich genau den... Oder? Komme ich auch hier rechts weiter? Das ist jetzt die große Frage. Ich kann theoretisch hier hinten hingehen. Mein Ziel ist diese rote Flagge, ne? Ich gucke jetzt erstmal, ob ich hier wieder was zum Ablenken habe. Ja, das Ding. Das Ding habe ich. Hier habe ich das Ding zum Ablenken.
Und jetzt überwältige ich dich. Und der letzte ist, glaube ich, hier jetzt gewesen. Genau. Sobald ich da bin, habe ich es geschafft, oder? Kann ich einfach durchrennen? Ich versuche es jetzt einfach mal. Och, Junge! Nee, oder? Fuck. Willst du hier bleiben? Die ganze verfluchte... Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Ich dachte, ich kann einfach durchrennen. Ich war doch schon bei der roten Flagge. Willst du mich verarschen? Ey, das gibt's doch einfach nicht. So ein betrügerischer Dreck. Ja, kann ich mit der Tonne bitte? Danke. Ich hab's verstanden, okay? Wenn wir in der Zukunft auf Gegner stoßen, die wir überwältigen müssen, dann müssen wir sie erst mit Aiden ablenken. Und danach wahrscheinlich so dingfest machen. Und im schlimmsten Fall wahrscheinlich sogar wirklich töten. So, hier muss ich jetzt schnell sein. Weil der kommt jetzt nämlich schon. So, jetzt kann ich ihn instant überwältigen. Beim letzten muss ich auch auf jeden Fall was machen. Da kann ich nicht direkt durchrennen, das weiß ich jetzt. So. Hierhin. Raffen die das? Ne, raffen sie nicht. Dich kann ich doch bestimmt überwältigen. Ohne, dass der andere das mitkriegt, genau. So, jetzt machen wir es ein bisschen anders, als wir es vorher gemacht haben. Schnell in Deckung gehen. So. Ach, der da oben. Zählt der da oben auch? Das ist ja scheiße dann. Es zählt nicht nur der, es zählt der hier auch, ne? Okay, ich kann ihn aber nicht irgendwie angreifen, so. Ja, das ist ja, was mache ich denn mit dem? Geh in Deckung, hallo. Ja, was mache ich denn mit dem da oben jetzt? Komme ich nochmal irgendwie zurück hier oder komme ich gar nicht mehr zurück? Doch. Ah, okay. Ja, geh da hoch, bitte. Aber rafft er das, ist die Frage. Nee, tut er tatsächlich nicht. Das rafft er nicht. Willst du mich verarschen? So. One more to go. Ich kann leider nicht nach links gucken. Das ist ein bisschen das Problem gerade. Jetzt können wir das mit dem anderen Typen so machen, wie ich das eigentlich wollte. Kann ich hier auch wieder runter, oder was? Ich kann die Leiter nicht mehr runter, warum nicht? Ach so, aber warte mal. Kann ich jetzt auf den raufspringen und den überwältigen? Ja, kann ich. Ha, ich wusste es. So, jetzt aber. Nicht übel, Jody. Aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Wenn das kein Training wäre, dann wäre das dein allerletzter blöder Spruch. Ha! Glückwunsch, Agent Holmes. Gut gemacht. Willkommen bei der CIA. Danke, Sir. Ja, Jody. Willkommen bei der Agency. Hey, du bist mit dabei, Jody. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das war jetzt vielleicht nicht so die Top-Leistung in dem Training. Ey, ich habe aber trotzdem Errungenschaften dafür gekriegt. In guter Form, 78%. Während des Trainings entdeckt wurden sogar 43%. Fantastisch im Kämpfen war ich, ja. Dann muss man, obwohl ich ja 10.000 Fehler gemacht habe, muss man mir das mal gut sprechen. Gut, jetzt sind wir also bei der CIA. Und wie genau unsere erste Mission da aussehen wird, das werden wir dann im nächsten Part sehen. Also Leute, bis dahin und ciao.